Und damit, hallo und herzlich willkommen. Wir wollen heute ein kleines bisschen Terraria spielen. Und wer tritt ich jetzt bei? Was haben wir hier? Aber was heißt denn eigentlich DOZ? Was ist denn DOZ? Ich habe das gestern gesehen. Du hast ja DOZ aufgenommen und hast aber kein. Passwort? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hast aber keinen Turm mit aufgenommen. Habe ich also gesehen. Habe ich gestern mitbekommen. Habe ich heimlich reingelunscht. Ja. Okay. Trango hat kein Terraria auf dem PC, aber ich habe Terraria durchaus, ich kann es nochmal verlosen, ne? Da ist mein Sohn, guck mal, hier sind wir. Du hast aber wenig Lebensenergie, hast du aber. Hey, wieso 1300? Ach, na dann, aber dein Balken hier unten sieht so, ja, anders aus. Ich habe aber auch 1344. Okay. Auf der PS4 hast du es, okay. Also ich dachte, für den PC hätte ich es noch einmal zum Verlosen, wenn wir. Hast du mehr Leben als ich? Das weiß ich nicht. Vielleicht habe ich so gelevelt. Wenn wir, denn irgendwann unten der Balken voll ist, ihr seht ja da unter meinem Gesicht, da ist so ein Balken von links nach rechts, ne? Wenn der voll ist irgendwann, dann werde ich mal ein nächstes Marbles on Stream Livestream-Ding machen mit ein bisschen Matthias Reim-Mucke dabei und da verlose ich einfach nochmal ein Spiel und ich glaube, da ist noch einmal Terrario dabei. Zum Aufleveln, also ich habe keine. Warte mal, ich guck mal meine Blume. Nö, ich hab null. Du hattest jetzt vor, du wolltest halt ganz gerne gegen Drachen kämpfen, ja? Ja, ich wollte hochgehen und Lindsoma bekämpfen. Kommst du mit hoch? Okay, ich lauf schon mal zur Treppe. Ach ne, halt, ich gehe zum Seil. Geht schneller, glaube ich. Ja, habe ich auch vor. Ich muss nur noch kurz was in mein Inventar packen. Im Moment bin ich tatsächlich so, dass ich gar nicht so richtig weiß, was wir sinnvollerweise jetzt. Was ist denn das? Ach so. Was wir sinnvollerweise am besten jetzt machen als nächstes, denn wir wollten, glaube ich, zuletzt in den Dschungel gehen und wollten im Dschungel suchen nach Lebensfrüchten. Okay, kann losgehen, ich komme. Dawn of Zombies ist das. Ich kenne Dawn of Zombies tatsächlich gar nicht. Und das ist aber so ähnlich, nehme ich mal an, wie Last Day on Earth. Okay, er macht mir Licht. Würde gerne spielen, aber bin etwas zu faul, mir die Modifikation runterzuladen. Die Modifikation, die lädt es automatisch runter. Oh, Alter, ohne Witz, das geht ja gar nicht, Scheil. Dir ist schon klar, dass wir noch keine Lindwürmer schaffen können. Das ist, was soll ich dazu sagen? Mein Sohn halt, ne? Also ich lebe immer noch. Der hat mich dreimal getroffen, war ich platt. Also ich gehe erstmal, ich muss mir irgendwie was anderes verbessern. Also mir geht's ganz chillig. Also Dawn of Zombie, irgendwie habe ich das doch irgendwo schon mal gesehen. Vielleicht habe ich das Falsche bei mir genommen. Wir gucken mal, ich will ganz kurz mal reinschauen, was überhaupt, der will gerne Flügel bauen, mein Sohn, ne? Was es überhaupt für Flügel gibt und Dämonenflügel, was bräuchte man dafür? Seelen des Flugs und Seelen der Nacht. Engelsflügel, die Harpienflügel. Der hat völlig recht, nur eine Harpienfeder und Seelen des Flugs. Also wir könnten rein theoretisch schon, wenn wir gegen Lindwürmer kämpfen, uns diese Flügel bauen. Also du hast recht, mit Seelen des Flugs und einer riesigen Harpienfeder kriegen wir den. Oh. Den Flügel meine ich. Das ist unglaublich. Wieso ist der jetzt hier unten? Du hast ihn mitgebracht. Wieso? Ich bin tot? Ja, jetzt sind wir beide tot. Ich glaube mal, weil ich noch gelebt habe, kam der runter. Wo kommt denn der jetzt her? Also ich habe natürlich generell schon eine recht starke Waffe, aber den schaffen wir nicht. Wir müssen was anderes machen. Wollen wir in den Dschungel gehen? Ich will den Imker wieder haben. Den Imker? Was ist das mit dem Imker? Ja, mit dem Schwert, was so Bienen macht, wenn du jemand einen Feind triffst. Warte mal, ich könnte mal gucken, ob ich. Dem kann das Ganze, glaube ich, einfacher werden. Ich kann mal ganz schnell schauen, was ich für ein Iridium hätte. Iridium. Wollen wir es nochmal probieren? Nee, im Moment nicht. Was ist denn das? Hallo? In den Hardmode zu übergehen war echt keine so gute Idee. Selbst gegen so einen Geist brauche ich eine Dreiviertelstunde, damit ich erstmal gegen den ankomme. Hä, was ist denn das? Ach, das sind jetzt natürlich die Hardmode-Monster. Ich bin auch ein Dussel, ne? Haben wir natürlich schön in Hardmode uns hochgelevelt. Okay. Schauen wir noch mal rein hier. Mirror, Eclipse, Mirage, Mirror. Das ist. Das sind alles Mirrors. Das heißt, die Iridium. Aber wo bist du denn hingegangen? Wieso geht das nicht?
Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ich bin nur gerade am Kämpfen. Warte mal ganz kurz, bitte. Hallo Slim, herzlich willkommen. Ich suche gerade ganz kurz mal. Wieso geht denn das nicht? Ich komme. Jetzt haben wir es noch. Iridium-Schild? Aber haben wir da auch Rüstung? Ey, die gehen mir auf den Sack hier, wirklich, ne? Ich muss ganz kurz mal ins Haus zurücklaufen. Spiele auch viel Fortnite. Ja, das stimmt, habe ich auch schon gesehen. Slim, uns geht's gut. Wie geht's dir denn? Hast du eine schöne Woche gehabt? Was hast du so gemacht in der Woche? Ja, ich habe schon gesehen, du spielst auch wirklich direkt vom Handy, habe ich gesehen. Netty Bella. Also ich bin an sich jetzt gar nicht so, ich finde mich jetzt gar nicht so doll schwach, aber die Rüstung. Ich muss die Rüstung. Das ist das Schild, das sind die Barren. Okay. Man kann nicht auf Fernkampf gehen. Geheiligte Barren brauchen wir für Iridium-Barren. Und vor allem, wenn ich damit irgendwen besiege, kriege ich plus. Haben wir schon geheilte Barren? Ich gehe mal ganz kurz gucken, ob wir schon geheilte Barren haben, ja? Okay, ich beschütze dich. Zumindest gebe ich dir Rückendeckung. Bam, 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 bam. Weil wir haben ja theoretisch die Monster schon besiegt, die böse Wichte. Jetzt muss ich also ganz kurz gucken, was wir als nächstes machen jetzt. Wir haben ja letztens Iridium eingesammelt, ein bisschen was, das haben wir schon gefunden. Jetzt haben wir auch ein bisschen Mithril und alles. Wir könnten uns also schon ein bisschen im Dschungel umschauen, glaube ich gleich mal. Markim später auch noch dazu kommt. Ja, das weiß ich nicht. Ich guck mal ganz kurz, was wir als nächstes brauchen, ja? Also, geheiligte Barren. Haben wir welche? Ich muss mal schnell hier unten in mein Dingensbummens rein. Achso, falsches Haus. Aha, falsches Haus. Ich habe eigentlich nur gechillt, weil ich erst nächste Woche Feuerwehr bin und so. Aha. So, pass mal auf. Wir gucken mal ganz schnell. Search nach heilig. Nee, haben wir nicht. Wir haben noch keine geheiligten Barren. Wieso haben wir denn die noch nicht? Die kriegen wir. Kriegen wir die wirklich erst von was haben wir denn hier? Retinaser? Speciesim? Das sind die, ja, die Hard Mode. Also mit meinem Schwert. Der Zerstörer wäre das nächste. Oben. Hier unten siehst du, was der Zerstörer alles raustroppt, ne? Okay, das nächste Ziel wäre, dass wir theoretisch den Zerstörer angreifen können. Bist du verrückt? Das schaffen wir nicht mal ansatzweise. Nee, das stimmt, da hast du recht, wir schaffen das nicht ansatzweise, aber wir müssen uns darauf vorbereiten, den zu schaffen. Okay. Dafür brauchen wir erstmal Flügel. Der droppt auf jeden Fall eine Menge. Du brauchst Flügel, um den Zerstörer anzugreifen? Was ist da los? Ja, sonst kann man doch nicht vor dem fliehen, wenn der immer mit den Lasern und so kommt. Du musst doch so ausweichen. Also ich würde erstmal in Richtung Dschungel gehen und mal im Dschungel schauen, ob wir Lebensfrüchte finden. Und vielleicht auch ein paar neue Erze. Dead by Daylight, ich habe gerade geguckt. Schon klar, dass du in die falsche Richtung gehst. Wobei doch, da ist ein Dschungel. Ja, wollte gerade sagen. Da ist ja immer rechts der Dschungel. Dead by Daylight habe ich gerade geguckt, da gibt es fürs Handy ein interessantes Spiel. Das heißt, hat mir also der Luca, glaube ich, empfohlen. Aber ich komme jetzt auf den Namen gar nicht drauf, wie es heißt. Hallo. Ist aber ähnlich, also ein bisschen mehr für Kinder, glaube ich. Aber so ähnlich muss man auch ausbrechen aus einem Grundstück. Celebrity 5 oder so ähnlich, oder V oder irgendwie so ähnlich heißt das. Fleisch und Wand in Terraria. Wenn ich oder so KO mache, kriege ich plus 10 Heilung. Das ist doch richtig OP, oder? Super ist das. Also wir haben die Fleischwand letztes Mal... wenig, aber ich glaube, man kann das irgendwie aufleveln. Ich glaube, mit viel Glück geschafft. Und woher hast du eigentlich dieses coole Schwert? Ja, das Schwert haben wir doch letztes Mal zusammen gebaut. Also ich habe das nicht im Inventar. Was ist das? Ach, die Fledermaus-Dinger hier. Was war das jetzt? Sind das Papiermesser oder was? Das ist ein Fledermausstab. Wo kriegst du all diese ganzen Sachen her? Das weiß ich auch nicht, wo ich es her hab. Boah, die greifen ja sogar. Vorsicht, aufpassen. Nicht, dass wir wieder dieses komische Ding herbeirufen. Ich glaube, heute schaffen wir das. Was ist das? Sein. Eine Schnecke. Aber ich glaube, auch das kann schon. Eine Spinne. Okay. Warte, beschütze mich ganz kurz. Ich will ganz kurz gucken, wie viele Sachen ich noch im Inventar habe. Ich probiere es möglichst. Okay, da ist nichts groß drin. Und Vorsicht! Oh, die Geräusche sind ja der Hammer, oder?
Hab mal meinen Schleim gerufen. Alter, ich bin gleich tot. Ohne Witz. Ja, was denkst du, wie bei mir das Ganze aussieht? Denkst du, ich bin nicht gleich tot? Aber woran liegt denn das? Ja, wir sind im Hard Mode. Wieso heißt das denn wohl Hard Mode? Aber wir brauchen ja wohl auch die neuen Sachen mal. Dann müssen wir ja irgendwie hier Gegner bekämpfen können. Das ist jetzt gerade noch ein bisschen schwer. Okay, ich habe ein paar Leben, ein paar Punkte. Meteor Strike auch nicht. Ich kann ein paar Punkte vergeben. Komm, los, laufen weiter. Wir rennen einfach raus aus der Verderben, also aus der Crimson raus. Tot, ne? Ja, ich auch. Wir müssen hier raus. Wir haben ja den Schleim, der hilft. Hier müssen wir drüber springen. Das hast du Heiltränke? Ja. Oh, es kommen ja auch noch Meteoriten. Ach du dickes Ei. Oh, ja. Bin drüben. Und top. Da haben wir auf jeden Fall den Meteoriten besiegt. Mann, dieses doofe Stacheldraht. Ich sterbe deswegen immer fast. Aua. So, wir sind gleich durch. Wie beschwört man eigentlich den Weltenfresser? Da muss man, glaube ich, die Kugeln kaputt machen. Warte mal, der Weltenfresser. Oh, jetzt hast du mich erwischt. Ich lebe noch. Der Weltenfresser ist doch der große Wurm unter der Erde und den hast du, glaube ich, beschwört, indem du diese Schattenkugeln zerstörst. Und jetzt probieren oder soll ich hier stehen bleiben und warten? Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns erstmal hier nach unten graben und hier weiter unten im Boden uns nach vorne durchgraben und gucken, ob wir die passenden Erze finden. Komm, ja, dann machen wir das mal. Also ich glaube, das ist besser, weil wir da durch die Verderbnis kommen wir nicht durch. Und also durch die... Boah, ist ja nicht die Verderbnis, ist ja die... wie heißt das gleich? Crimson. What? Ich gehe mal einfach hier nach unten. Level up. Was heißt denn das jetzt schon wieder? Du hast irgendein Level hochgewertet bei irgendwas. Für eine Weapon, aber für welche? Na, zum Nahkampf, wird dann wahrscheinlich Nahkampf sein, ne? Was haben wir so die Woche gemacht? Also ich hab bald meine Meisterschule fertig. Das dauert nicht mehr lange. Dann hast du eben Fernkampf hochgelevelt. Oder Magic. Mehr Möglichkeiten gibt's ja eigentlich gar nicht. Physik ist ja, Warte, das probiere ich mal eben aus hier. Ich glaube, Physik ist ja gut jetzt, so. Wie beschwört man eigentlich? Okay, haben wir so gemacht. Gibt es die Schattenkugeln vor oder nach dem Hardmode? Die Schattenkugeln sind vor dem Hardmode. Die Schattenkugeln sind in der Verderbnis unten drin. Da musst du aber eine Welt haben, wo es die Verderbnis gibt. Ich gehe einfach nur gerade nach unten an meinem Seil. Du gehst nach unten, ich komme auch gleich. So, jetzt gehen wir einfach mal hier. Warte, ich gehe mal in die gelbe Gruppe rein, ja? So, und hopp. Ich hab gerade irgendwas gesehen, hier kamen gerade Fledermäuse oder so gut. So, wollen wir es einfach mal hier durchgraben, so ein bisschen. Ich komme so schnell es geht. Ich weiß natürlich nicht, auf welcher Höhe hier die beste ist. Aber in die Hölle, da können wir nicht nochmal rein, da sterben wir in 2,5 Sekunden. Ja, Hölle habe ich nicht vor, ich versuche gerade mal zu gucken, was es sonst noch so gibt. Was haben wir hier gerade gefunden? Ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Ach, komm ey. Das ist dann wahrscheinlich Platin. Auch was von der Fleischwand. Insektur, irgendwie was, Ei. Murky Sludge. So, wir hauen das mal. Der Zombie-Arm ist unwichtig. Der kann weg, ne? Genau, wir haben nämlich Crimson. Wenn du Crimson hast, dann gibt es diese Schattenkugel nicht. Dann sind das aber Herzen. Dann sind das so eine roten Herzen. Und dann rufst du das Gehirn von Stulu, wenn du das machst. Aber hier ist, Schattenflammenmesser, was ist denn das? 165 Schaden? Achso. Oder was ist denn der Hammer, oder was? Wir können es mal ausprobieren, was das ist. Ist ja irre. Willst du das Schattenflammenmesser haben? Ist das, womit du gerade schießt? Ja. Das hat macht einen Schaden, oder? Macht bei mir einen Schaden von, ich sag's dir. Der Base-Schaden, 38. Was hast du für Base-Schaden aktuell auf deinem Schwert?
Bist du eingeschlafen jetzt oder was ist los? Bist du eingeschlafen? Meinst du das feurige Schwert oder der im Na, das, was du gerade benutzt, da sollst du mir sagen, was du für einen Base-Schaden hast. 15. Was, 15? Ist dein Base-Schaden mit der Waffe, mit der du angreifst? Ja, das Ding, womit ich gerade schieße, macht 15 Base-Schaden. Also Bruder, da muss ich auch mal ganz schnell los. Wieso? Da kann ich dir ja... Was, wie heißt denn dein Messer? Shinobi Blade. Hier, komm her, nimm mir das hier, komm her. Dann machst du mal dein Inventar leer, weil das geht mir mega auf den Stissel, wenn du immer nicht einsammeln kannst. Also schmeiß mal weg, was du nicht brauchst. Was ist denn das? Da kam einfach runtergefallen, ne? Ach, ich weiß. Ne Beast Mode, herzlich willkommen. Natürlich darfst du gerne mitmachen. Ich kann Dingens zu Statuen machen. Das heißt, das kann ich zum Beispiel so Statuen machen. Ich leere mal eben mein Inventar aus. Ja, mach das mal. Ich grab mich dabei mal ein bisschen durch. Ich will mal kurz gucken, ob ich irgendwo ein neues Erz finde. Wir brauchen nämlich neues Erz. Ja, also mitmachen kann, wie gesagt, jeder, solange du einen Charakter hast, der nicht zu stark ist. Also das so ein bisschen... Am besten wäre so kurz vorm Hard Mode oder gerade reingetreten in Hard Mode. Was ist das für eine Musik? Das ist Calamity Music. Das ist ja was ganz Verrücktes. Wo kommt diese Musik jetzt? Das ist ja eine ganz neue Art der Musik. Vor allem ist die auch relativ laut, ne? Oh, Nettie, du hast einen Last Day on Earth-Clan. Das ging ja bei mir damals noch nicht, als ich es gespielt habe. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, mich reizt auch das Spiel wirklich gar nicht mehr. Auch wenn das schade ist, aber es reizt mich wirklich überhaupt nicht mehr, Last Day on Earth. Das gibt so viele schöne Spiele, da muss man sich, glaube ich, nicht mit so einem Spiel rumärgern, wo man irgendwie ewig nicht vorankommt und Dauerfrust schiebt. Also reizt mich wirklich überhaupt gar nicht mehr, das Spiel. Ich habe im Moment so was Ähnliches wie Clash Royale zum Beispiel für den PC gefunden. Das heißt Minion Master oder so ähnlich. Das ist eher das, was mich im Moment so reizt, ne? So ein bisschen so mit anderen zusammenspielen können. Also ich lege immer ganz viel Wert darauf, mit anderen zusammenzuspielen. Ich möchte gerne, wenn ich ein Spiel habe, mit meinen Zuschauern gemeinsam spielen können, ja. Das ist, glaube ich, das Interessanteste und Wichtigste. Also mein Inventar ist jetzt leer genug. Hier passt nicht mehr viel rein. Was ist das? Also das für mich Interessanteste und Wichtigste ist einfach, für meine Zuschauer da sein zu können. Was ist denn das? Du, ich habe einen Stein gefunden, den ich nicht abbauen kann. Ist gerade auf Steam. Welches meinst du? Meinst du dieses Minion Masters? Genau, das ist gerade auf Steam. Da hast du recht. Würde ich sagen. Also ich kann ja überhaupt gar nicht abbauen. Bin ich in einem Korallenriff oder was ist das hier? Eutropic Sand. Also ich bin hier, glaube ich, in irgendeiner Art Korallenriff gelandet. Hier gibt's, kann ich gar nicht überhaupt gar nicht abbauen. Ich stecke hier völlig fest. Warte, ich probiere mal den Moment. Der Schleimfall, den du hast, ist ja das seltenste. Echt, wirklich? Denkst du wirklich, dass der selten ist? Dann haben wir, ich würde fast sagen, also ja, ich habe den, glaube ich, von Markin bekommen, nachdem wir gegen den, gegen den Schleim gekämpft haben. Den großen. Ja, hier war Markin und ich auch schon mal. Das kann Markin auch beweisen in den Kommentaren. Was ist denn das für ein Monster hier? Ich schwöre dir, geh nicht ins Wasser, du bist hier in 2 Sekunden tot. Das ist ja Hammer. Komm, Würmchen. Oder hier stehen. Sterb doch mal! Jetzt haben wir den. Okay. Hab den riesen Wurm aus dem Wasser kaputt gemacht. Oh Mann, ist der krass. Weiß ich, soll ich zu dir kommen? Nee, warte, ich komm nochmal. Ich komm nochmal von vorne runter. Ist ja der Hammer, das ist ja wirklich. Also hier drinne macht's wirklich keinen Sinn, hier rumzuschwimmen. Hier waren Markim und ich übrigens auch schon mal, ne? Jetzt weiß ich, das war, wo ihr letztens darüber geredet habt.